lässt sich alles noch sehr, sehr gut. Nein. Sag mal hallo. Sag mal, Papa hat ein nächstes Projekt. Papa hat ein Projekt. Ja, Brunnenbohren. So, wir haben jetzt angefangen mit dem Brunnenbohren. Mit einem Handbrunnenbohrer. Ich habe mir den bestellt. Den Link packe ich mal in die Videobeschreibung. Ist ein Handbohrer. Normalerweise ist er 10 Meter. Ich habe den auf 15 Meter bestellt. War so im Set mit einem Plunscher und die ganze Verschraubung mit einem Seil. Habe mir jetzt nochmal extra dazu ein, wie soll man sagen, so eine Kiespumpe bestellt und so ein so eine Holzzwinge für das Rohr, was später reinkommt. Da kommt ein 4,5 Zoll Brunnenrohr, PVC-Rohr rein mit 50 cm Rohr unten als erstes für den Schlamm unten quasi als Sumpfrohr. Dann 2 Meter 0,3 Schlitzweite Filterrohr und der Rest wird halt mit einem normalen Vollwandrohr gemacht. Ich habe es jetzt hier ein bisschen nachvertont. Wie man sehen kann, bohre ich gerade circa auf 1 Meter erstmal. Und im Laufe des Videos werde ich bei circa 6 Meter landen. Das ist der erste Teil. Zweite Teil bin ich noch dabei. Ich bin jetzt bei 6 Meter. Dann ist mir aufgefallen, dass unten die Wand, eingebrochen, zusammengefallen ist, so dass ich nicht weiter bohren kann. Jetzt kommt das Rohr, das habe ich gestern bestellt. Das wird, gehe ich mal von aus, dass es die Woche geliefert wird. Dann werde ich das Video weiter aufnehmen und zeige euch jetzt mal im Schnelldurchlauf, wie ich weiterverfahren bin. So, jetzt sind wir weiter am Brunnen bauen. Ich bin jetzt schon, weiß gar nicht, muss ich gleich mal gucken, ich glaube so auf 2 Meter. 2 Meter sind wir bestimmt schon. Noch funktioniert alles easy. Aber wir gucken mal. Wie lange noch? Noch sind wir auch noch nicht auf irgendwie Grundwasser oder sowas gestoßen. Seht ihr hier, ne? Das ist noch ziemlich trocken. Ich habe jetzt hier so einen Brunnenbohrer, den verlinke ich euch mal, von der Firma Drillpartner. Das ist so ein Teil, den man eigentlich so wieder rausziehen kann. Bisher macht das aber noch keinen Sinn, weil es noch einfach geht hochzuziehen. Ich schiebe das ganze Ding rein. Wie gesagt, ich denke so bei 2 Meter sollen wir jetzt sein. Und dann geht das weiter. Also noch lässt es sich einfach drehen. Fragt sich nur, wie lange noch. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen fester. Rausholen hier. Aber es ist halt noch, wie ihr sehen könnt, Sand, ja. Ich denke, ab dem nächsten Rohr muss ich es dann schon mit Abschrauben machen. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen unhandlich, das Ganze.
glaube ich, lehmiger. Immer noch sandig. Also zum Glück bin ich noch nicht irgendwie auf Steine oder irgendwas gestoßen. Ich habe jetzt rund 2 Schubkarren, anderthalb Schubkarren bisher rausgeholt aus dem Loch. Und ich finde, Scheiße. Okay. Auf jeden Fall die Schrauben festschrauben. Das ist jetzt eine Schraube. Vielleicht kriege ich sie wieder raus, wenn ich sie jetzt gleich anhebe. Aber auf jeden Fall festschrauben. Man kriegt es nicht mit, wenn es sich löst. Das ist jetzt schon ein bisschen so. Also eine Schraube hat man mal überall rumfliegen. Ne? Ich werde mir da mal hier für oben noch solche Flügelschrauben holen. Ich glaube, das ist einfacher als jedes Mal hier mit. Ich hole ihn noch mal hoch, vielleicht finde ich die Schraube noch. Ja, da liegt sie doch. Wunderbar. Da haben wir sie. Also nichts passiert. Ja, noch ist es. Ich habe das Gefühl, das wird immer sandiger. Sand ist ja sehr gut. Und wir sind langsam schon beinahe. Guten Tiefer. Das hätte ich mir schwerer vorgestellt hier. Alle Brunnenbohrer, die ich hier. Ich wollte es eigentlich erst nicht selber machen. Aber wenn man sich auf die Leute verlässt, ist man verlassen genug. Wirklich. Es ist auf jeden Fall schweißtreibend. Aber ja, Brunnen wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, Mist. Oh!
Job Preview. So, ich bin jetzt soweit, dass ich die Schnecke mit dem an dasselbe befestigt habe, damit ich die jedes Mal wieder hochziehen kann, weil es langsam bei der Höhe, ich glaube, wir sind jetzt so bei 4 Meter, schwierig wird, jedes Mal das Rohr rauszuziehen, komplett, also die komplette Einheit, den Bohrer. Bauaufsicht kam auch gerade. Jetzt wird, wie man sehen kann, an der Schnecke ist ein bisschen lehmiger. Es klebt ein bisschen an der Schnecke, was aber jetzt erstmal nicht schlimm ist. Und ja, ein bisschen schwieriger lässt es sich jetzt auch drehen. Man muss jedes Mal das Gestänge ein bisschen anheben, weil es sich sonst so in den Boden frisst. Jetzt lasse ich euch ein bisschen mit dem Zeitraffer alleine und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Rohre bekommen habe und das Rohr einsetze. Bye.
Audio Hub Preview.
Cloud Preview.